Das Ecomusée d'Alsace hat sein weihnachtliches Gewand angelegt. Jedes Haus, jede Straße ist geschmückt mit Pflanzengirlanden und Lichtern. Mehr als 70 traditionelle Häuser aus dem gesamten Elsass wurden vor dem Abriss gerettet und hier wieder aufgebaut. So entstand ein richtiges kleines Dorf, ein Kulturerbe, das lebt. Also das ist schon verrückt. Genau so hätte es vor 150 Jahren aussehen können. Was ich aber besonders spannend finde, man hat hier im größten Freilichtmuseum Frankreichs nicht nur die Häuser originalgetreu rekonstruiert, sondern man kann auch das Leben der Landbevölkerung miterleben. Zurzeit bereiten sich hier alle auf die Winter- und Weihnachtszeit vor und geben den Besuchern Einblicke in das Leben von früher. Es duftet ganz köstlich nach Gewürzen und Plätzchen. Die Backstube ist zurzeit der beliebteste Ort im Ecomuseum. Jeden Tag finden Workshops statt, in denen Besucher ihre eigenen Lebkuchen, Weihnachtsbredele oder Hefemännchen backen. Das Traditionsgebäck im Elsass sind die Bredele. Vom Rezept her ganz ähnlich unserem ausgestochenen. Seit wann backt man im Elsass die Bredele? Wir haben erste Erwähnungen aus dem 14. Jahrhundert. Zu Beginn hat man für die Bredele hauptsächlich Mehl, Eier und ein bisschen Fett verwendet. Als Fett hat man oft Sahne genommen. Und hat sich im Laufe der Zeit was verändert? Ja, zu Beginn hatte man keine Ausstechformen. Man hat einfach ein Messer genommen und damit geometrische Figuren gemacht. Dreiecke, Vierecke, sogar Kreise. Die Ausstechformen gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Das Grundrezept der Bredele lässt sich beliebig erweitern. Mit Zimt, Anis oder Kakao, je nach Laune. Warum sie Bredele heißen? Das ist elsässisch und kommt vom Wortstamm Brot, was sich auf den Teig bezieht. Noch bis Ende des Monats gibt es im Ecomusée jede Menge Bastelworkshops, Erzählrunden oder Theaterstücke, die sich alle mit dem Thema Weihnachten befassen. Alles sehr einfach und mit natürlichen Materialien. Ein angenehmer Kontrast zur hektischen Vorweihnachtszeit in den Städten. In der Töpferei entstehen heute Krippenfiguren aus Ton. Eine ganz schön matschige Angelegenheit, bei der man seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Ob das Ergebnis jedoch so ansprechend wird wie die Vorlagen, bleibt abzuwarten. Ich habe jedenfalls mein Bestes gegeben. Tada! Bei so viel Idyll könnte man meinen, das Leben der Landbevölkerung vor über 100 Jahren war einfach nur schön. Museumsdirektor Erik Jakob rückt dieses Bild zurecht. Man könnte meinen, man sieht hier eine schöne Postkarte vom Elsass der damaligen Zeit, wo alles herrlich rosig war. Aber so war es eben nicht. Man sieht es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn man zum Beispiel die Werkstatt des Schmieds besucht, der noch so arbeitet wie früher, wenn man umhüllt ist von Rauch und vom Lärm, dann bekommt man einen Eindruck davon, wie es früher wirklich war. Vor allem aber haben wir in unserer Museumsbuchhandlung Dokumente, die dieses falsche Bild korrigieren. Wir haben letztes Jahr ein großes Buch mit 11 DVDs herausgebracht, mit Filmen, in denen wir zeigen, wie hart das Leben auf dem Land zu Beginn des 20. Jahrhunderts wirklich war. Es war verdammt hart. Einer unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter erzählt immer die Geschichte seines Großvaters, der eines Morgens im Winter nicht aus dem Bett kam, weil sein Rücken an der Wand des Hauses festgefroren war. Raue Zeiten also und kein Postkarten-Idyll. Aber das Ecomusée verströmt zurzeit so viel Behaglichkeit, dass man die Reise in die Vergangenheit gerne antritt. In den Abendstunden wird es hier wild romantisch mit den ganzen Lichtern, die über das Ecomusée verteilt sind. Aber es wird auch eisekalt. Das heißt, ich mache mich so langsam auf den Nachhauseweg. Ich nehme jede Menge Anregungen mit, ganz egal, ob das leckere Plätzchen sind oder aber wie man sein Haus mit natürlichen Materialien schön dekorieren kann. Vielleicht schaffen Sie es ja auch, vor Weihnachten hier noch vorbeizukommen und sich so richtig schön in Feiertagsstimmung bringen zu lassen.